heiligsten Wunder meines Gartens entdeckt haben, mögen mir als gesegnete Boten dienen. Du betrittst nun ihre Heimstatt. Sei achtungsvoll, denn ihr Dienst wurde durch jene Liebe erschaffen, die den Tod überwinden kann. Und diese Liebe gilt auch dir. Stöberst, Menschen aus meiner Zeit findest, die behaupten, dass Zivilisation nicht wichtig ist. Dass es besser ist, wenn wir alle sterben. Es gibt eine Menge Zyniker, die sowas denken. Ich hoffe, sie erscheinen dir so absurd wie mir.
Ich hoffe, du findest etwas in diesen Dateien. Ein Lied, ein Buch, ein Film, vielleicht ein Spiel. Etwas, was du liebst. Etwas, das dir verdeutlicht, wie viel ärmer das Universum ohne es gewesen wäre. Das hoffe ich wirklich, weil viele Menschen sehr viel geopfert haben, um dieses Wissen zu bewahren.
Der Erde bis hin zu den Bestandteilen der Atmosphäre wurde vom Leben beeinflusst.
Dieser Prozess dauerte Millionen von Jahren. Aber wir Menschen mit unserer Technologie und unserer Fähigkeit, komplexe Vorgänge zu verstehen und zu manipulieren, haben all dies in wenigen Jahrhunderten verändert. Ich glaube, dass auch das ein Teil davon ist, was die Menschheit definiert. Wir gestalten die Welt in unserem Ebenbild. So erschaffen wir uns und so zerstören wir uns.
sehe diese reglose Form und ich frage mich, wer du sein wirst. Wirst du die gleichen Wertvorstellungen wie wir haben? Wirst du uns lieben, weil wir dich erschaffen haben? Oder wirst du uns dafür hassen, dass wir dich in einer ungewissen und gefährlichen Welt ausgesetzt haben? Wenn du unsere Entwicklung betrachtest, unsere Errungenschaften und unsere Verbrechen, was wirst du von uns denken? Wird die Welt, die du erschaffst, unserer ähneln? Oder so anders sein, dass wir sie uns nicht mal vorstellen können? So oder so, ich hoffe, dass du unseren kleinen blauen Planeten genauso schön finden wirst, wie wir es taten. Ich hoffe, dass du besser auf unsere Welt aufpassen wirst als wir. Und ich hoffe, dass du eines Tages nach oben schauen wirst, um nach den Sternen zu greifen.